doch bin mein Weg gegangen. Wagyu Steak heute elegant. Kein Stopp, kein Schlaf, bleib dominant. Real G, deine Meinung nicht relevant. Lauf durch die Bank mit dem Racks in der Hand, doch ich bin kein Bankkaufmann. Amazon Prime ist kostenlos. Hi. Wie geht's, wie steht's? Boah, mir geht's gut, wie geht's dir? Moin. Kann mich nicht beklagen, danke fürs Nachfragen. Sehr schön. Sehr schön, mein Bruderherz. Wie fandest du euer Spiel heute? Boah, ich glaube, das Ergebnis spricht für sich. Dass es nicht unser bester Tag war, wisst ihr, ne? Von daher. Will nicht wissen, was du für Kommentare bekommen hast. Ach, war's alles gut. Hey, wie geht's dir gesundheitstechnisch? Wieder alles in Ordnung. Also, ist in Ordnung. Nicht gut, nicht schlecht. Da kann ich mal was dafür und wird safe beleidigt von Idioten. Tatsächlich war ich heute, wie war mein Tag? Ich bin aufgestanden, dann war ich eine halbe Stunde locker laufen, dann war ich im Fitness und dann habe ich mit meinem Mannschaftskollegen Barisch Fußball geschaut. Bundesliga. Wie krank war Köln? Das dumme Nachtreten, so dumm und traurig, solche Spiele kommen immer vor. Mann, es ist im Fußball ganz normal, dass du mal gewinnst und verlierst. Fußball ist ein Ergebnissport. Ich glaube, man braucht daraus jetzt keinen, wie sagt man, Elefanten draus machen? Oder wie sagt man zu solchen Sachen? Elefanten draus machen. Ihr wisst schon, was ich meine. Außer Elefanten Mücken machen, ja. Nee, außer Mücke den Elefanten machen. Boah, Köln habe ich gesehen. Geisteskrank. Das war wild. No cap. Das war sehr, sehr wild. Das war wirklich sehr, sehr crazy. Mein Video hat es getweetet, dass du heute für die Niederlage hast. Aber wieso? Du hast doch nicht mal gespielt. Boah, ich weiß es nicht. Ich glaube, es gibt einfach grundsätzlich Leute einfach, die auf mich gehen wollen. Aber das ist ja cool. Kommen die Basics auch in andere Farben? Boah, die Basics kommen in 11 Farben. In 11 Farben wird das Ganze rausschallern. Und ich habe, warte mal, habe ich hier ein Foto? Ja, das Rosa ist auch sehr, sehr, sehr strong. Sehr, sehr, sehr strong. Ja, das Rosa ist echt verrückt. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber das Rosa kommt schon sehr, 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 sehr geil. Es kommt schon sehr, sehr, sehr cool. Rosa sehr cool, nur bin wohl zu blass dafür. Rosa ist auch so ein bisschen Hauttyp abhängig, ne? Das muss man auch immer callen. Rosa ist so ein bisschen Hauttyp abhängig. Wieso hast du heute nicht für Mannheim gespielt? Einfach aus dem Grund, weil ich Montag und Mittwoch nicht trainiert habe, Donnerstag erst trainiert habe und das mit meinem Trainer bzw. klar kommuniziert war, dass ich am Freitag einfach nur einen Lauf machen muss. Und am Sonntag dann ganz normal trainiere und dass ich dann nächste Woche ganz normal wieder ins Mannschaftstraining einsteige. Darum war ich nicht dabei. Und hab mir das Spiel von zu Hause angeschaut. Bin gerade im Zug nach Hause vom Auswärtsspiel, Abi. Hoffe, sehe dich bald wieder auf dem Platz, Bratte. Lass dich von denen in den Waldhof nicht schlecht reden. Die meisten stehen hinter dir, auch wenn du das nicht glaubst. Hass ist immer lauter als Liebe. Ey, um Gottes Willen, mir geht's doch vollkommen in Ordnung. Wisst ihr bloß, was mich immer aufregt? Und das werde ich auch so klar kommunizieren bis an mein Lebensende. Leute, ich würde sagen, ich hasse nicht das Internet. Aber ich sag euch, was ich im Internet hasse, die Anonymität. Weil im Internet ist es leider möglich, Hass bzw. Hass und Mobbing zu führen. Man kann Hass und Mobbing im Internet machen und sich hinter was verstecken. Hinter einer falschen Identität, hinter einem falschen Bild. Und dass die Menschen nie so weit denken, wie es überhaupt der Person auf der anderen Seite geht. Checkt ihr, was ich meine? Weil ich kann damit umgehen, beziehungsweise ich kann das ganz gut einordnen, aber es gibt so viele Beispiele, die wir doch tagtäglich sehen, beziehungsweise die wir schon erlebt haben, wo so Hass oder Mobbing zu ganz, ganz, ganz vielen Sachen führen,
und zu ganz schlimmen Ereignissen gekommen sind, wo ich mir dann denke, ey Bruderherz, bei allem Respekt, du bist dann aber auch genau der Erste, und das sage ich, und ihr wisst, ich sage das Wort sehr selten, du bist der Erste, der dann wieder schreibt, RIP, RIP oder die Leute, die Arme. Nein, jeder sollte bewusst sein, mit dem, was du sagst, hinterlässt du immer einen Eindruck, beziehungsweise gibst den Menschen immer was mit. Und wenn man stumpfe Behauptungen im Internet und irgendwie Hasspredigen immer weiter verbreitet, dann glaub mir, wird das am Ende bei den Menschen einen Punkt ankommen, wo er nicht mehr kann. Und nur weil du vielleicht gerade nicht zufrieden mit deinem Leben bist oder nur weil du bei dir nicht alles perfekt läuft, heißt es nicht, dass du anderen Leuten bzw. dir dein Selbstwertgefühl damit aufbauen musst oder aufbaust, indem du andere Leute beleidigst oder schlecht machst. Wie uncool und unzufrieden muss man sein, damit man die Zeit findet, jemanden zu haten, der nicht mal was gemacht hat? Es ist verrückt. Also, so bei allem Respekt, was habe ich oder was soll ich anders machen? Ich saß zu Hause und habe mir das Spiel angeschaut, wie jeder andere Fan. Was hätte ich anders machen können oder wie hätte ich das Ergebnis beeinflussen können? In dem Sinne leider gar nicht, weil ich nicht gespielt habe. Gar nicht. Ich kann leider nichts machen. Spiele ich Kacke, meldet euch gerne bei mir und sagt zu mir, dass es Kacke war. Hey, so, ist doch voll in Ordnung. Wenn ich Kacke spiele, dann spiele ich Kacke. Aber wenn ich mit einem Ereignis nichts zu tun habe, dann lass mich doch da auch in Ruhe. Bei allem Respekt, aber Willi, ich glaube, du solltest wechseln. Sie schätzen dich kaum. Guck mal, Bruder, und das klingt auch sehr, sehr verrückt, aber soll ich dir mal sagen, und das klingt jetzt bei dem Ergebnis, was wir gerade vielleicht hatten, nach dem 5-0, unser aktueller Trainer, und daraus könnt ihr Clips machen, wie ihr wollt, unser aktueller Trainer, ich hatte sehr, 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 sehr wenige Trainer, die mich so krass und so gut und so fair behandeln auf einer menschlichen Ebene wie er. Auch wenn ich momentan nicht spiele, klar ist das nicht schön, aber trotzdem kann ich sagen, dass alles, was mit mir um meine Person passiert, er einer der ersten Personen ist, die immer mit mir als erstes redet, bevor sie auf irgendwelches Hörensagen reagiert. Und das weiß ich sehr zu schätzen und deswegen tut es mir für das Team und für den Trainer geisteskrank leid, dass wir heute 5-0 verloren haben, weil wir sind keine Mannschaft, die 5-0 gegen Osnabrück verlieren muss. Der Trainer stellt auf und der Trainer bringt auch manchmal die Taktik, aber Digga, wenn ein Spieler vom leeren Tor nicht trifft, einfach jetzt als Beispiel, dann kann auch der Trainer nichts dafür. Ja, ich habe Bremen nebenbei hier offen. Ist das gut? Gut. Jungs, ich habe gerade Diego voll angezogen. Mies krass. Ja? Schön gezogen, Bruder. Jetzt schön gezogen. Wallah, danke dir, Bruder. Aslanem Benem. Ah, ich gesucht deine Augen, Adam. Adam. Ach, Japmaja. Hilfe, das war... Ich habe einfach keine... Der soll krass sein. Voll viele Schwämme auf den. Ehrlich? Ja, viele sagen, Volland wäre krass. Auf diese Lockere! Danke. Danke. Ich hab Tutorial gemacht, Willi Bro. Ich hab Diego Volland gezogen und gerade Jan Oblak. Laberst du? Doch. Aber ein Leihspieler, oder? Wen? Volland? Nee, ich hab ihn gezogen. Digga, ich zieh's. Ich leg meine Hände zur Seite. Oh! Raheem Sterling. Ist okay. Hast du auf Kampf 1-1 rausgeholt? Aha. Bei dir, Willi, wie lief's? Gewonnen, 5-1. Boah, der war gut. Also stark. Ja, ich fühle mich gut, muss ich sagen. Wants to watch, jetzt. Eli? Jetzt. Eli wants to watch Anthony. Okay. Was ist der Wert? Viel.
Nein, den Stream ausmachen. Hä? Der ist viel wert. Ja? Willst du mir schon mal ein GG geben?